Isi hilft auch schon fleißig mit dem Haushalt. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich bin schon wieder kurz vor knapp. Ich habe heute gearbeitet und ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, Isi abzuholen. Deswegen beeile ich mich. Ja, spätestens 4:30 muss da abgeholt sein bei denen in der Krippe. Aber es ist gleich hier bei mir unten, deswegen keine Panik. Laufe ich mal kurz runter und ich dachte, heute nehme ich euch einfach mal durch meinen Alltag mit. Wir haben es heute übrigens Freitag, der 29. 29. Ja, Freitag, der 29.06. Genau. Und ich hole jetzt schnell Isi ab. Komm dann wieder heim. Aber das sieht ja alles überhaupt. Ihr kennt's mich. Schau mal, wie gut der gelaunt ist. Was das gelaunt ist. Das ist lecker, Mini. Islam. Zieh deine Schuhe aus, bitte. Ja, ausziehen. Nee, wir steigen nicht mit den Schuhen auf dem Sofa. Kannst du die bitte ausziehen? Komm, ich helfe dir. Kann der mal so näher? Ja, es ist runtergefallen. Ich habe das schon gesehen, wo ich heute nach Hause kam. So, wir sind jetzt, ja, ich habe es gesehen. Wir sind jetzt gerade eben zu Hause angekommen. Isi ist hier. Sag mal hallo. Hallo. Leggi, hallo. Hallo. Geht's dir gut? Nein. Geht's dir nicht gut? Warum geht's dir nicht gut? Ziehst du deine Schuhe aus, bitte? Schuhe ausziehen. Takamine. Ja, immer so das Alltägliche, ne? Nach der Krippe soll er seine Schuhe ausziehen, das dauert. Bitte. Zieh deine Schuhe aus. Nein. Nein, nein, wir steigen nicht. Tina, geh da runter. Bitte. Konnte mal sehen, ich helfe dir auch dabei. Schau mal, du bist auch schon ganz groß, mach mal selber. La. Tolochi. Ja, super. Magst du dich hinsetzen? Ich glaube, das ist besser. Setz dich auf den Boden und dann... Mama. Ja, ich weiß. Setz dich mal hin und dann zieh die Schuhe aus. Komm, wir ziehen sie zusammen aus. Ciao. Nein? Zehn, bitte. Nein? Komm bitte her. Komm bitte her. Magst du später rausgehen? Sollen wir rausgehen? Dele? Hm? Willst du nicht rausgehen, dann zieh die Schuhe aus. Das meine ich immer mit, schauen wir mal, wie er drauf ist. Ich war heute arbeiten, habe ich schon erzählt? Nee. Ich war heute arbeiten bis 2 und dann war ich einkaufen. Ich habe meinen Einkaufswagen mitgenommen. Kennst du diese Oma-Einkaufswegen? Erst wenn du Schuhe ausziehst. Lizzie Tuckerman, dann hole ich das Auto raus. Auf jeden Fall nach der Arbeit war ich einkaufen mit meinem Oma-Wägelchen. Ich habe ziemlich viel sogar einkauft. Ich habe so einen Monatseinkauf gleich gemacht. Alle Sachen, die so ein bisschen am Auslaufen sind hier daheim. Und ich habe ein paar Sachen für Togo schon gekauft. Ich kaufe mal peu à peu ein bisschen was ein. Habe so eine große Kiste und da werfe ich immer einfach alles rein. Diese Kiste verschiffen wir dann, ich glaube, so spätestens Oktober möchte ich das dann nach Togo verschiffen. Da sind halt so Sachen drin, die ich hier auch brauche und halt auch Lebensmittel. Ich habe ganz, ganz viel Salz gekauft heute. Ihr wisst, Salz kostet eh nur 20 Cent, deswegen habe ich gleich, ich glaube, so 12 Packungen gekauft. Ich habe mir dann vorgenommen, nächste Woche ein bisschen immer was einzukaufen, auch so Kartoffelmehl für Fufu, weil ich mag das Fufu in Togo nicht aus Maismehl, also aus Mais. Das mag ich gar nicht, kann es nicht essen. Bei mir geht Fufu wirklich nur von der Yamwurzel oder Jamwurzel, ich weiß jetzt nicht, oder halt das, was wir hier im Lidl und so einkaufen. Entweder Socorro an meine Kutukuli-Leute hier oder halt das Kartoffelpüree-Schmarrn hier vom Supermarkt. Und Isi möchte mich heute echt ärgern. Sultan ist in der Arbeit, der hat 3:30 aus. Ich fange dann gleich an zu kochen für ihn. Und ich habe irgendwie, unsere Wohnung ist schon aufgeräumt, aber irgendwie, kennst du diese, so eine innere Unruhe bei mir gerade, weil ich habe so das Gefühl, als wäre es nicht aufgeräumt. Bei mir stapelt sich die Wäsche, weil ich letzte Woche ja nicht da war und Mama, es war immer was los. Danke, Schatz. Zieh deine Schuhe aus, bitte. Jetzt halt. Dankeschön. Wow, bist du lieb. Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Komm, ich helfe dir. Keine Ahnung. Nein, okay. Ich glaube irgendwie, sobald ich die Kamera... Du magst die Kamera nicht, gell? Soll ich dich nicht aufnehmen heute, ne? Nein? Hör auf, du machst den Fernseher kaputt. Ich mache jetzt auch für Sultan Fufu. Wenn er dann daheim ist, der will bestimmt Fußball schauen. Dann ist schon das Essen fertig. Danke übrigens für die positive Resonanz zu meinem alten, zu meinem letzten Vlog. Und zwar da, wo ich gekocht habe.
Viele wünschen sich das, dass ich das öfters mache, aber ich bin jetzt gerade wieder am Überlegen. Am Anfang, also wo ihr immer geschrieben habt, ihr möchtet gern, dass ich das Kochen mit in meinen Vlogs einbeziehe, wollte ich das nicht machen, weil es gibt immer jemanden, der es besser weiß und besser kann und bla bla bla. Deswegen wollte ich das nie machen, weil Kochen ist jetzt nicht meine Stärke. Ich kann's, aber es ist halt jetzt wirklich nicht das, was mir halt so Spaß macht. Und ihr wisst, wenn einem was Spaß macht, macht das halt auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall habe ich heute eine Nachricht bekommen von einer weiten Verwandten, Bekannten, dass ich die Soße falsch gemacht habe. Ich soll kein Sonnenblumenöl mit benutzen. Das ist überhaupt kein Ding. Finde ich auch okay, wenn sie mich korrigiert oder so. Aber ich habe einfach keinen Bock auf immer. Dann wird es nämlich immer ein Video. Irgendwas wird es immer geben, wo man dann mich anruft oder mir eine Nachricht schickt oder sowas. Und darauf habe ich halt echt keine Lust. Deswegen bin ich jetzt wieder am Überlegen, ob ich das wirklich machen soll. Magst du Milch trinken? Der hat mir jetzt einfach die Milch gebracht. Das ist meine Milch, als ich noch Sport gemacht habe. Das Shape Babe Schmarrn da. Übrigens fragen mich viele, ob das geholfen hat, also diese Fitness Shakes. Ich werde dazu noch was sagen. Aber eins könnt ihr wissen, ich benutze das nicht mehr. Mein Fitnessprogramm muss ich nochmal starten, also beziehungsweise ich muss jetzt wieder mal zum Fitness. Ich hatte wirklich keine Zeit während Ramadan und auch eigentlich keine Kraft dazu, deswegen habe ich das selten gemacht. Und also ich bin gar nicht hingegangen, aber wir müssen wirklich wieder hingehen, also Aisha und ich. Da gibt es keine Ausreden. Wir sind dabei beim Sport. Beim Time bin ich noch beim Shake, bin ich noch am Machen. Da hatte ich mit der Wäscheklammer eingezwickt hier. Und hier. Jetzt hast du Angst. Tut mir leid. Hm? Mal Bisou? Nein? Nein? Okay. Ja, das mit dem Shake bin ich noch wieder am Schauen. Ich mache das glaube ich nicht mehr, aber dazu werde ich noch was sagen. Ich weiß, viele fragen immer nach. Tut dir deinen Finger immer noch weh? Mal ein Pflaster. Hier, sie ist nicht gut gelaunt. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall bei der Soße kein Sonnenblumenöl mit Palmöl mischen. Das soll nicht gut sein. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man mich verbessert oder so. Nein, man kann immer was lernen. Aber ich habe halt keine Lust darauf, dass es jetzt immer so sein wird. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr das unbedingt wollt, dann kommentiert. Macht trotzdem oder keine Ahnung. Ich bin halt jetzt wirklich so. Deutschland hat verloren, leider. Ich war für Deutschland und für alle anderen afrikanischen Teams natürlich. Aber ich glaube, jetzt ist nur noch ist Marokko weiter oder Tunesien. Ich glaube, Tunesien ist noch drin. Ne? Ja. Rentiert sich die WM noch zu schauen für mich? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das ist meine Nachbarin, weil die hat ein Paket. Ja. Danke schön. Danke. Gerne. Was bestellt? Ah, okay. Danke. Tschüss. Ciao. Ich habe ein Paket bekommen und ich weiß gar nicht, ob ich was bestellt habe. Ich habe so liebe Nachbarn hier, das ist der Wahnsinn. Wisst ihr, was mich voll interessiert? Das ist mir heute in der Arbeit auch eingefallen. Mich interessiert es, von wo meine Zuschauer alle sind. Oh, viel Spaß beim Testen. Ah, jetzt, ja, ich weiß. Ah, wow, cool. Ich habe so Haarprodukte bekommen. Auch geil. Eine Zuschauerin von mir. Ja, liebe Grüße, wenn du das jetzt siehst. Die hat mich gefragt, ob sie mir Sachen zuschicken kann. So für Haarwuchs. Und dass Sultan das auch mit testen kann. Und sie hat mir das jetzt geschickt. Und ihr wart doch in Dubai. Seid ihr schon wieder zurück? Weil sie hat gesagt, die schickt es mir zu, wenn sie wieder aus dem Urlaub zurück sind. Weil die waren jetzt in Dubai. Richtig cool. Bin mal gespannt. Das ist für Sultan auf jeden Fall. Pflegeöl, Bart und Haar. Das ist auch für Sultan. Schau mal, Easy, was wir bekommen haben, also Papa. Intensiv- und Feuchtigkeitspflege. Cool. Das Ding ist, ich habe genau heute neue Conditioner gekauft, weil meins leer ist. Aber das kann ich direkt dann in mein Togo-Paket reinpacken. Dann teste ich gerne jetzt mal das da. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob euch da eine Rezession interessieren würde. Ich bin richtig, richtig gespannt. So, ich muss ein bisschen was hier in der Wohnung machen. Wie gesagt, ein bisschen putzen. Und später muss ich ein paar Sachen zusammenpacken für Easy, weil der schläft morgen, also von Samstag auf Sonntag, bei meinem Bruders
Freundin, also bei meinem Bruder, aber der arbeitet, also passt sie auf ihn auf, weil ich morgen auf eine Hochzeit eingeladen bin. Normalerweise hätte Sultan frei gehabt, aber er muss jetzt doch arbeiten, Wochenende. Und der geht dann zu seinem kleinen Cousin. Mein Bruder hat ja auch einen Sohn, wer das Video kennt, im Vlog überfordert mit zwei Kindern, der kennt den Malik schon. Morgen passen die auf, easy auf, ne? Ich dachte, ich mach mal kurz, ich zeige euch kurz, was ich heute eingekauft habe. Einmal war ich im Rossmann. Und da habe ich feuchte Toilettentücher gekauft. Ich kaufe sowas eigentlich nie. Aber für Togo kaufe ich schon. Weiß nicht warum. Aber letztes Jahr hatte ich es auch und ich habe es auch verbraucht. Natürlich kaufe ich auch normales Klopapier. Ich habe mir eine neue Spülung gekauft und zwar von Cantu. Normalerweise kaufe ich es vom Afro-Shop, aber bis ich zum Afro-Shop fahre, dachte ich mir, egal, ich nehme es jetzt bei Rossmann mit, weil meins ist leer gegangen. Hätte ich gewusst, dass das Paket ankommt von den Haarprodukten, hätte ich es nicht gekauft. Dann wurde ich auch mal gefragt, welchen Augenbrauenstift ich immer benutze. Und ich benutze seit Jahren, wirklich seit Jahren, das von Essence Long Lasting Eye Pencil. Genau, Hot Chocolate 02. Und es ist so zum Aufschrauben. Wenn ich sie kaufe, dann kaufe ich immer gleich so 5 Stück oder so. Dann habe ich Kaugummi gekauft. Auch zum Verschenken in Togo. Das sind die von Extra, beziehungsweise die sind für mich. Ich kaufe eigentlich zum Verschenken immer die günstigeren vom Lidl so. Und die habe ich gekauft, weil da ist nochmal ein gratis Kaugummi dabei. Ich esse eigentlich nie wirklich so Kaugummi im Alltag, aber in Togo nehme ich immer Kaugummi mit. Dann habe ich für Easy, für hier, Pflegebad gekauft. Wir nehmen die vom Baby Dream, damit sind wir völlig zufrieden. Und unser Weichspüler war leer von Lenore. Ich habe ein Fable für Weichspüler und für Toilettenduft. Also diese Toilettenteil, was man so reinhängt, damit das sauber hält und halt auch duftet. Ich habe so ein Fable, ich kaufe eigentlich immer, wenn ich im Drogeriemarkt bin, kaufe ich so ein Toilettendingens. Dann habe ich für Easy S-Lernbesteck gekauft. Ich weiß nicht, wo sein anderes Besteck alles hin ist, aber die hatten wir jetzt irgendwie die ganze Zeit nicht, deswegen Gabel und Löffel. Und das erste Mal so Badeperlen. Keine Ahnung wieso. Ich habe es einfach gesehen und dachte mir, probiere ich es auch mal für Easy mal aus. Wenn er badet, dann tue ich das ihm mal rein. Aber normalerweise nicht. Dann habe ich von Isana Pflegehaaröl gekauft. Mein Eyeliner, den ich auch immer kaufe, seit Jahren, den wasserfesten von Essence. Dann war es das von Rossmann. Da habe ich beim Türken Fleisch eingekauft. Einmal Kalb und einmal Lamm. Dann Lidl, ne? Immer Lidl. Ich will immer nur Lebensmittel kaufen und dann finde ich immer irgendwas extra. Frischhaltedosen-Set gekauft. Sowas kann man immer gebrauchen. Und kennt ihr das? Ihr bekommt dann Besuch und dann habt ihr irgendwie, und dann isst ihr zum Beispiel und dann gibt ihr denen Essen mit und dann kommt diese Frischhaltedosen irgendwie nie zurück. Ich habe auch immer voll viele von anderen Leuten. Dann war ich beim DM und habe dort so Kühlschrankfrische gekauft. Das stellt man einfach in den Kühlschrank und das zieht halt die anderen Gerüche von den Essen und Lebensmitteln einfach ein. Und Sultan hat irgendwie ein Talent dafür, immer Zwiebeln aufgeschnitten und offen in den Kühlschrank zu stellen. Und dann stinkt der ganze Kühlschrank nach Zwiebeln. Nächstes habe ich nochmal Actimel gekauft. Habe ich nochmal beim Lidl diese Duschdass Zweierpack Sachen gekauft für Togo. Dann Makrillenfilets in Sonnenblumenöl. Das haben wir eigentlich immer zu Hause. Falls ich irgendwas mit Fisch und so mache, darf ihr sie jetzt nicht sehen, habe ich von Katjes. Die sind ja auch halal, ohne tierische Gelatine, habe ich von Katjes 4 Packungen Tropenfrüchte gekauft. Das ist auch schon mal für Togo. Dann habe ich ja ganz, ganz viel Salz gekauft. Und zwar der normale Jodsalz. Den tue ich dann auch in die Kiste für Togo mit rein. Mein Lieblingswasser, Saskia. Ich schwöre, das ist das beste Wasser auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt schon Sultan Essen gemacht und der hat auch schon gegessen. Also der ist auch schon daheim. Sie hilft mir gerade beim Spielsachen aufräumen. Tu mal hier rein. Ja. Ich drücke mich eigentlich die ganze Zeit davor, die Wäsche zusammenzulegen. Eine weg. Izzy ist einfach in die Badewanne gestiegen. Magst du jetzt baden? Na so. Willst du jetzt baden? Wir haben doch noch ein bisschen. Isis Windeleimer ist übrigens bei uns auf dem Balkon. Aber da kommt halt das große Geschäft rein. Und im Badezimmer haben wir eine Ikea-Tonne
Mülltonne und da kommt Sven halt klein gemacht. Hier jetzt mit Easy eigentlich nur Müll wegschmeißen. Es ist halt doch schon ein bisschen spät geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Trennt ihr auch Müll? Ich bin so eine Extremtrennerin. Ich trenne auch den Plastikmüll, also wirklich so und Glas und so alles. Das haben meine Eltern auch schon immer gemacht und deswegen habe ich mich auch schon voll daran gewöhnt. Ich schmeiße jetzt alle Flaschen weg, die keinen Pfand haben, alle Gläser weg und halt den Papiermüll und hier den Restmüll. Und Easy kommt mit, gell? Lernst das auch schon? Hast du gedrückt? Du hast nicht gedrückt. Drück mal. Jo. Fest. Wo? So. Scheiße, ist sogar schon hier. Wo? Geh rein. Ich hab schon. Easy hilft auch schon fleißig mit dem Haushalt. Okay. Wenn wir Sander, wenn du läufst, dann musst du nach vorne schauen und nicht hinterher mit dem anderen Müll. Wie winkst du? Da ist niemand. Schnell! Sie hilft mit beim Recyceln. Danke. 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 Ich habe gerade mein Video hochgeladen über Hochzeitstraditionen und so. Wer es noch nicht angeschaut hat, schaut es euch an. Es ist in der Infobox verlinkt. Und ich bekomme schon sehr, sehr viele liebe Nachrichten von euch. Voll nett. Also ich habe echt eine tolle Community hier. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt den Vlog hier beenden. Ich war jetzt noch mal ganz kurz im Rewe und habe dort Milch und so gekauft und habe meine EC-Karte wieder mal vergessen. Ja, ja, die kennen mich ja jetzt schon. Easys Bett ist voll mit Wäsche und das muss ich jetzt endlich mal angehen. Dann muss ich ihn auch baden und dann halt auch schon ins Bett legen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich glaube, es ist nicht allzu viel Interessantes für euch passiert. Aber manchmal ist es halt auch einfach langweilig, mein Alltag. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem nächsten Vlog wieder, genau am Mittwoch dann. Ja, schaut ganz unbedingt mein Freitagsvideo an und schreibt es in die Kommentare rein, ob ihr interessiert an einer Hochzeitsserie seid. Schaltet bitte unbedingt wieder die Glocke ein. Wie gesagt, YouTube hat wieder seinen Algorithmus geändert und das müsst ihr halt jetzt alle wieder aktivieren. Und wir sind total am Wachsen bei mir gerade. Herzlich willkommen übrigens. Wurde gefragt, ob ich mal wieder Grüße schicken kann. Und das kann ich natürlich machen. Kannst du mich bitte wieder grüßen? Ich grüße Yisra Bako. Ja. Und meine kleine Cousine, ne? Und wenn auch du gegrüßt werden möchtest, aktivier die Glocke und schreib mir in die Kommentare rein, wenn du sie aktiviert hast. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach in einem nächsten Video oder in einem nächsten Vlog wieder. Ciao!